Hallo Leute, jetzt habe ich da gerade sanft drauf gedrückt, dass ich keine Ahnung habe, ob es losgeht, aber ja, es ging los. Willkommen zurück hier bei The Beast Inside mit den aufploppenden Gräsern, wie man hier ab und zu erkennen kann. Ja, wir haben in der letzten Folge ganz abenteuerliche Sachen gemacht, während wir auf der Suche nach dem ja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wer uns da verfolgt. Das klingt wie Russen, aber sind Russen schon wieder die Bösen in einem amerikanischen Spiel? Weil in einem amerikanischen Spiel, wenn es irgendwelche Bösen gibt, sind es Russen, Chinesen oder Deutsche. Ja, es sind die Russen. Ja, es sind die Russen. Das kann die Frau sagen, die das Spiel vom Anfang an gespielt hat. Schön hier. Ja, sehr malerisch. Kann ich hier das Ding? Nö, das bringt mir überhaupt nichts. Gut, packe ich es wieder weg. Also die Russen spionieren uns aus. Diese bösen, bösen Russen. Ach. Ehrlich, aber in amerikanischen Spielen wirklich immer Russen, Chinesen oder Deutsche. Was anderes ist nicht böse. 60er, 70er Jahre, was erwartet man? Ja, trotzdem heute programmiert. Kann ich da drauf? Oh Gott, ich kann da wirklich drauf. Glücklicherweise kann ich nicht weiter, aber drauf kann ich trotzdem. War ich da schon im Nebenraum drin? Ne, hier war ich nicht drin, aber hier bringt es mir auch nichts. Ist hier ein Raum auch mal sinnvoll? Da steht noch irgendwas. Oh, was haben wir denn hier? Verbranntes Fragment eines Prospekts. Dieser Ort ist also alles, was vom Hillside Inn übrig geblieben ist. 40 komfortable Zimmer, nur noch Schutt und Asche. Was haben wir hier? Hillside Inn, ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer. Eine gemütliche Herberge im Herzen eines... Ja. Irgendwas halt, ne? Im Herzen. Ist es gut, dass man hier drauf kann? Okay, man kommt eh nicht höher. Kommt man da hoch? Da ist eine Treppe. Da ist auch eine Treppe. Was bist du? Who is he? What did he hide here? I need to turn that safe around somehow if I want to reach it. I can't move it with my bare hands. Wie schwer soll das Ding sein? Was ist da drin? Da gibt's nix. Hier gibt's nix. Sieht zumindest nicht so aus, als würde es hier irgendwas geben. Hier hinten ist auch eher gar nichts. Dann wollen wir mal das Ding da abmachen. Ja. Knack. Da kommen wir auch nicht lang. Also sowas, muss ich sagen, finde ich ganz verwirrend, wenn man immer in alle Zimmer reingucken kann und dann nicht weiß, wie irgendwas zusammenhängt. Ob man irgendwo schon war, weil ja doch alles gleich ist. Alles gleich verbrannt. Ja, schön hier. Hallo? Hallo? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es hier noch irgendwas geben sollte. Wenn es noch irgendwas gibt, dann tut es mir leid, dass ich übersehen habe. Ich gehe jetzt weiter. Kaputte Petroleumlampe. Eine kaputte Lampe. Haben wir hier irgendwas? Könnte sie die Ursache für das Feuer sein, das diesen Ort verwüstet hat? Der Gedanke, dass etwas derartig Kleines so viel Schaden anrichten kann, lässt mich erschauern. Das ist aber nicht unsere aus der Vergangenheit, oder? Nee, die war leer, die kann das nicht sein. Ich wette, sowas würde das Spiel eindeutig beachten. Dass unsere Lampe auf der Jagd leer gegangen ist und deswegen. Damn, I'm not really scared of heights, but I better be careful. Awesome. Oh Gott, ich hasse sowas. Sowas hasse ich auch. Scheiß Krähen. Gut, hier kann ich hoch. Und deswegen habe ich auch in der letzten Folge gemeint, von wegen, hier ist überall weiße Farbe, da muss man lang können. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Toll, ich habe jetzt die Lampe gefunden, mich von Krähen erschrecken lassen. Warte mal, habe ich da drüben nicht vorhin noch sowas wie einen Strick gesehen oder sowas?
war das Ding hier? Kommt man da von oben ran? Kann man das mitnehmen? Habe ich das nur übersehen? Ne, das kann man nicht mitnehmen. Ha, ich hätte es gedacht, dass man das mit dem... Aua. Dass man das mitnehmen kann. Ja, und hier hinten gibt es auch nichts. I am maximum verwirrt. I don't know what to do. Da drin liegt was. Das habe ich nicht gesehen. Oder? Nee, das war jetzt auch nur... Doch, hier liegt was, aber das war eigentlich nicht das, was ich gerade eben gesehen habe. Stange, eine Metallstange. Ließe sich als Hebel verwenden. Vielleicht könnte man damit sogar etwas Schweres wie ein Tresor anheben. Rein zufällig wird hier ein Tresor erwähnt. Okay. Schatzi, hast du die gerade gesehen? Nein? Okay. Das heißt, vermutlich sind wir entweder beide doof oder... Oder ich habe die einfach noch nicht angeguckt. Ach du Scheiße, aua. Oh fuck. Oh fuck. Au. What is this place anyway? What's in this damn safe? Ja, da ist halt irgendwas drin. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Vielleicht gehört das zum alten Hotel. Das anscheinend auch einen ziemlich großen Keller hatte. Mach es weg. Ja. Ich verstehe das nicht. Manchmal muss man es nach rechts bewegen, manchmal muss man es nach links bewegen. Das wirkt für mich ab und zu echt ein bisschen random. Oh. Also wieder nach links bewegen. Okay, wir haben hier eine Tür geöffnet. Hier ist ein Engel. Eine Tür, die uns verarschen will. Okay, gut. Das ist ein Koffer und eine Lampe und ein Büchlein. Welche Nummern muss ich brauchen? Denk dran, die Antwort ist, was fehlt. Okay. Für die 2, für die 1, für die 4. Ah, okay, und das ist für die 3. Na gut. Ja, Kumpel, das ist doch gar nicht mal so schwierig. Wir müssen hier gucken, welche Zahlen rechts daneben stehen und dann das, was wir nicht finden, das ist wahrscheinlich dann der Code. Also, hier haben wir eine 0, hier haben eine 1, hier haben eine 2, wir haben eine 3, 4, 5 haben wir auch. Und dann haben wir auch eine 6, haben wir da unten, da ist eine 6 in der vorletzten Zeile. Eine 7 haben wir nicht, wie es aussieht. Nein, und da ist eine 8 und eine 9, also ist die 1 eine 7. Und die 2 ist eine 1, 2, 3 sehe ich, 4, 4 sehe ich. 6, 7, 8, 9. Ist die 2 eine 5? Also haben wir 7, 5. So, 7, 5. Das hier ist die 3. Da ist keine 1 drauf. 7, 5, 1. Und ich glaube, ehe ich mir hier irgendwas zusammenrechne, ist es viel einfacher, wenn wir raten. 7, 5, 1 irgendwas. Alter. How do I open it? So. Maybe I can find something in this room. Numbers from the notebook. Which one stand out? 7. 5. 1. 7. Finally. Ihr sagt doch. Wenn man 3 von 4 Dingern hat, braucht man eigentlich die letzte nicht mehr rauszufinden. Alles gut? Was ist los? Am dritten einer zu. The judge tried to strangle me. Nee, lass mal. And he would have succeeded if it wasn't for. Aha. Und er hätte Erfolg gehabt, wenn nicht der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Er hat Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er mich zu retten. Aber weshalb?
Grusel, Grusel, Grusel. Dann geht's jetzt wohl wieder zurück in die Vergangenheit. Zu dem Gruselhotel. Hurra. Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? Nein, ich kam von außerhalb. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs. Room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy Mother of God! I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices. Bess? There are so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. They said that a certain detective, Walter Gilman, looked for the judge. If he was interested in missing people from the area, he might know something about my father's disappearance as well. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Ja. Ja. Also, habe ich das gerade richtig verstanden, dass unser Kollege hier jetzt auch Sachen aus der Vergangenheit sehen kann? Und das ganz ohne Quantenwolken-Dings? Die sind alle bekloppt. Die ganze Familie ist bekloppt. Die ganze Familie ist bekloppt. So. Ich mich dafür echt bücken. Meine Güte. Ich hab's doch mit Knien. Ich kann mich nicht so einfach bücken. Schau mal hier. Ach. Super. Schickes Bild. Weiß nicht, ob ich mir das aufhängen würde, aber es sieht sehr cool aus. Muss man einfach mal lassen. Okay, da haben wir keinen Schlüssel für. Da muss ich was knacken. So. Und fertig. Hallo? Hallo? Was ist das? Pyritklumpen, ein Klumpen Pyrit aus der Mine meines Vaters. Manche Menschen nennen es zwar Narrengold, doch es hat halt den Familien Hyde und Whitehead großen Reichtum beschert. Ja, Katzengold halt, ne? Nicht Narrengold. Ich kenn's als Katzengold. Ist das da? Nein. Nichts, was wir brauchen. Ihr hört das auch, oder? Ich bilde mir das nicht ein. Schicker Teppich. Fliegt darauf gleich weg. Hallo? Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Gut, nehme ich einfach das Zeug. Wie das Petroleum da gerade rumgeflogen ist, weil wir das Buch genommen haben. Ach, schön. Auch überhaupt nicht eklig mit den ganzen Spinnweben hier. Das wirkt... Verlassene Hotels wirken einfach immer... grundsätzlich heimisch. Hat immer was Tolles. Solange ja nicht gleich irgendeine Countess vorbeistiefelt und es austrinkt, ist alles noch gut. Also von daher. Da kann ich auch nicht lesen, da komme ich nicht durch. Alles gut? So, da brauchen wir den Schlüssel für. Judge John Norton, Vaters former associate. Ist das possible. Wer war dieser Gilman? Warum war er auf der Suche nach Norton? Hat er kein Vertrauen in den Sheriff? I'm getting lost. Memories and delusions all bleeding into one. The missing judge. Someone has been looking for him. Walter Gilman. Psst! Und ihr wollt schlafen? Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da oben kommen wir sowieso nicht lang. Mit anderen Worten. Man will, dass wir hier in diesen Raum reingucken. Verschlossen. Ganz verschlossen. Das geht auch nicht auf. Hallo? Hallo, Sie? Ja, dann machen wir vielleicht die Lampe aus. Ich hoffe, man sieht für YouTube trotzdem genug. Wir sind da. Okay, wir müssen wahrscheinlich links die Treppe nach oben. Das würde zumindest sehr viel Sinn ergeben.
Hallo? Was war das? Ich weiß nicht mal, was genau passiert ist. Es war laut und es ist irgendwas runtergefallen. Besteck. Gruselig. Ein Topf. Noch gruseliger. Hier ist alles abgeschlossen. Das kriege ich noch auf. Das kriege ich noch auf. Was haben wir denn hier? Eine Bibelseite. Hat einer der Gäste sie zurückgelassen? Lukas 8,17. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbart werden wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Nehmen wir mit. Weiß nicht wofür. Komm, der Stuhl muss weg. Aber hat nichts gebracht. Da noch ein bisschen Streichholz. Der Stuhl kommt auch noch weg. So, nein. Da auch nichts drin. Und das kriegen wir jetzt gar nicht auf. Gut. Ich nehme mir ein Büchlein mit. Damit ich was lesen kann, wenn ich verfolgt werde. So. Die ist geschlossen. Hallo. Na? Ist das nicht eine Statue aus The Evil Within? Kann ich die kaputt machen, um einen Schlüssel zu bekommen und dann Gehirnsuppe zu kriegen? Gehirnsuppe. Das Spiel gönnt mir nichts. Hallo. Flaschen, die wahrscheinlich wieder mega viel aushalten, wenn man sie gegen irgendwas knallt. Petroleum. Petroleum. Und ein Leiter to nowhere. Auch nicht schlecht. Gut, gehen wir halt wieder. Ach komm. So fett bin ich jetzt auch wieder nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Ach komm, ich schmeiß das Ding weg. Ich wollte es eigentlich anzünden, aber da waren keine Kerzen drin. Schubidubidu. Ich mag Äpfel, was magst du? Da komme ich nicht durch. Du meinst. Meinst du mich? Ich bin gar nicht hier. So. Wir stehen genau vor Raum 207. Das heißt, wenn wir jetzt rechts um die Ecke gehen, haben wir es schon gefunden. Aber. Ja, guck mal, es leuchtet auch. Ah! Da kommen wir. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommen wir da doch jetzt eh noch nicht rein. Ja, eine Kette und im gegenüberliegenden Raum. Hallo! Na? Im gegenüberliegenden Raum, ja. Kann es noch offensichtlicher sein? Ja, dann gehe ich doch erstmal hier rein. Wenn uns die Tür hier so nett aufgemacht wird. Petroleum. Koffer. Holzstreicher. Noch mehr Petroleum. Petroleum haben wir jetzt eigentlich schon. Wir haben 91 Holzstreicher. Das ist alles zu. Da wollen wir also nichts. Das kann ich nicht lesen. Ich kann die einfach nicht mehr lesen. Vielleicht habe ich es gerade verlernt, weil der sich so sehr erschrocken hat. Könnte alles sein. Wie realistisch das ist, das wollen wir einfach mal außen vor lassen. Aber könnte alles sein. What was that? Where did it try to drag me? To hell, maybe? Christ, what have I gotten into? Das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, ich brauche dieses dumme Ding. Und dann kann ich, glaube ich, umwerfen. Weil ich so umwerfend bin. Ich weiß es nicht. Komm, kann ich das Ding hier mitnehmen? Oh, gib mir das. Das kriege ich nicht auf. Hallo. Das hier ist schon
viel zu ruhig. Sind wir einfach mal ehrlich. Das ist viel zu lang, viel zu ruhig. Ich meine, es passieren zwar gruselige Sachen, aber hier laufen die ganze Zeit Leute rum und die uns nichts tun. So funktionieren solche Spiele nun mal nicht. Man kann nicht so lang auf niemanden treffen. Wenn man weiß, dass es auch schon, beziehungsweise wenn es auch schon Passagen gab, bei denen man sich wehren konnte. So. In die Richtung? Gut. Gut. Hallo? Hallo? Okay, jetzt. Ja, Sir. Ach, deswegen in die Richtung. Ach, deswegen sind wir auch da rüber. Ich finde echt alles, ohne dass ich überhaupt dahin will. Das ist fürchterlich mit mir. Opal. Eine Zeitschrift für Psychiatriepatienten. Eine Zeitschrift, die für und von Patienten einer psychiatrischen Klinik zusammengestellt wurde. In vielen solcher Einrichtungen wagen Patienten es nicht einmal, von solchen Annehmlichkeiten zu träumen. Stattdessen bekommen sie Schweinefutter und werden an ihr Bett gefesselt. Viele von ihnen überleben den Aufenthalt nicht und die, die es doch tun, sind diese nie wirklich freie Menschen. Aber man sollte es als großes Glück ansehen, jemals aus einer solchen Einrichtung herauszukommen. Was haben wir hier so? Opal, die erste von Patienten herausgegebene Zeitschrift. Gedichte, Geschichten, Interviews, Artikel. September bis Oktober 1850. Hinten drauf steht nichts. Stecken wir trotzdem ein. Ich weiß zwar nicht wozu. Stecken wir trotzdem ein. Holzstreicher. Da können wir auch nichts machen. Das wirkt nicht so ganz vertrauenswürdig. Nee, ich muss sagen, das wirkt nicht vertrauenswürdig. Diese Säge nehmen wäre nicht... Ach, gucke an, da ist auch so eine Kette vor. Deswegen wären da wirklich absolut überhaupt nicht reingekommen. So, ich glaube, die können wir schon mitnehmen. Wir sollten das hier aber noch nicht durchschneiden. Wobei, das hier können wir, glaube ich, doch durchschneiden. Ja, lang. Sehr schön. So, und dann müssen wir da rein. Komm, dann schauen wir nochmal hier rüber. Das ist größer, als ich dachte. Das ist viel größer, als ich dachte. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na gut, Freunde, komm. Jetzt klappern wir hier nochmal schnell alles ab. Kann ja nicht mehr so lange dauern. Da ist nochmal Petroleum. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nein. Eklig. Gut, dass wir hier reingegangen sind, das wäre uns sonst entgangen. Dann haben wir nochmal Petroleum. Nix. 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 Hallo? Zigarrenkiste? Leer. Zu. Brief von einem unserer Gäste. Das ist dann wohl was für die nächste Folge. Und dann werden wir auch mal in das andere Zimmer reingehen. Also Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.